Im Oktober haben wir die Unterschiede zwischen Frauen und Männern in der Medizin als Schwerpunktthema in der Apothekenumschau. Und ich darf heute Udo Schraut, den stellvertretenden Chefredakteur unseres Magazins, begrüßen, damit wir uns diesem Thema mal aus der mehr männlichen Perspektive nähern. Männern wird ja unterstellt, dass sie sich in puncto Vorsorge oder Früherkennung von Krankheiten nicht so kümmern. Wir gehen ja erst zum Arzt, wenn wir nicht mehr laufen können. Warum ist denn das so? Also wenn es um die Gesundheit geht, sind wir Männer ja Meister im Verdrängen. So eine ganz klassische Ausrede ist, für sowas habe ich einfach keine Zeit. Aber Hand aufs Herz, wer ehrlich zu sich selber ist, der weiß, stimmt einfach nicht. Es ist wahrscheinlich eher so, dass doch viele Männer richtig Angst haben vor dem Arztbesuch. Sie fürchten sich vor den Untersuchungen und den möglichen Diagnosen, die ihnen der Arzt stellen könnte. Letztendlich sieht es dann so aus, dass die Männer, solange sie noch einigermaßen aufrecht auf zwei Beinen stehen können und ihnen nicht wirklich alles wehtut, einfach nicht zum Arzt gehen. Aber Männern wird doch nachgesagt, dass sie wesentlich riskanter leben, dass sie ihre Gesundheit viel leichter aufs Spiel setzen. Ja, da ist was dran. Also Männer verletzen sich beispielsweise häufiger bei Unfällen als Frauen. Aber auch so beim Essen oder Alkoholtrinken schlagen die Männer deutlich stärker über die Stränge. Und sie rauchen auch mehr. Ihr Risiko für Übergewicht, Bluthochdruck oder tödlich verlaufende Herzinfarkte ist da erhöht. In der Summe bedeutet das, dass in Deutschland im Schnitt eine Frau 5 Jahre länger lebt als ein Mann. Was kann man denn dann tun? Was kann die Apothekenumschau tun, um die Situation zu verbessern? Ja, das ist gar nicht so einfach. Das Wichtigste ist wohl Aufklärung und Motivation. Wir haben dafür eine Art Businessplan für Männer entwickelt. Der soll ihnen dabei helfen, die bereits angesprochenen Probleme Punkt für Punkt zu analysieren und in den Griff zu bekommen. Dabei kann die Technik auch helfen. Also Männer gelten ja gemeinhin als technikaffin und mittlerweile sind so viele raffinierte Geräte auf dem Markt wie Smartwatches oder hilfreiche Anwendungen wie Apps, da kann es richtig Spaß machen, sich um die eigene Gesundheit zu kümmern. Ja, dem kann ich mich als Schlusswort nur anschließen. Ich denke, da ist für die Männer noch ganz viel Luft nach oben, was zu tun, damit sie lange gesund leben können.